So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damien 1998. So, in der letzten Folge ist sehr viel passiert am Ende. Ich frage mich, ob wir den Sam auch nochmal spielen werden. Auf jeden Fall sind wir einer von denen, die jetzt hier, ja, gerade dieser böse Jung, der jetzt hier runtergeklatscht ist. Weil wir natürlich... The gas has already invaded the entire town. The mask will not hold up for long. I have to find a place to take refuge. Weil... Ja. Oh! Ich muss wirklich Gas geben hier. Haha, Gas geben. Wisst ihr? Gas geben. Okay, Wow, schon abgenagt, wa? Hier ist mal die kleine Flinte am Start hier. Oh! Okay. Finde einen Weg ins Gebäude von Blair Witch, Fish & Co. Aber wahrscheinlich nicht durch den Haupteingang. Oh, Männchen pro Pändchen. Noch mal hier. Nicht, dass es auch so viele Zombies sind oder so ein Scheiß, ne? Ach, kommt schon, Leute. Nicht dein Ernst. Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Scheiße, die haben uns voll eingezingelt. Oh, der Kopf ist weg. Okay, today. Jetzt sind wir da, wo ich die ganze Zeit eigentlich schon drauf Bock hatte. Scheißdreck. Auf Stadt. Guck mal, hier drinnen sind wir gar nicht infiziert. Das ist ja auch sehr gut. Haben wir keine Pistolenmunition mehr? Das ist schlecht. Finden wir noch einen Gang. Fernseher. Warum ist denn überall der Fernseher mal denn auf? Kaputt. Hm, auf kaputt. Badezimmer. Energieregeln. Ich glaube, ich muss mit dir auch noch mal irgendwie auf den Schnellslot legen. Der steht bestimmt nicht mehr auf. Kopf ab. Ach, scheiße, hinten brennt einer. Komm, das hat schon gereicht. Das hat ihn die Erlösung erlöst gebracht. Hi. Ich wollte gerade sagen, wieso hören die sich so männlich an, die weiblichen Zombies? Stimmverzehrer oder so ein Scheiß. Aber wir müssen uns kleine Zecken beeilen. Nicht dein Ernst. Keine Motivation. Auf gar keine Flinte. Okay. Wenn nicht, dann kriegen die mal so aufs Maul. Damn you, Sandman. This was not part of the plan. Tja.
Ja, so geht's auch. Ach, scheiße. Hä, willst du verarschen? You ugly sack of shit! Auch Motivation ganz dringend hier. Komm, nimm mit den Zettel da. So, ich konnte einige Kopien der Geheimdienstdokumente für immer anfertigen und habe diese in meinem persönlichen Archiv verstaut. Umso wenn, dass ich die Kombination des Schlosses vergesse, habe ich dafür gesorgt, dass die Bücher der Bücherei im zweiten Stock mein Gedächtnis zur Not auf die Sprünge helfen. Die Dokumente sind meine einzige Lebensverzeichnung. Sollte sie noch in der Öffentlichkeit geschehen, würde ich den Ende der Firma bedeuten. Wir brauchen definitiv mehr Motivation. Aber können wir nicht überall rein? Ein Kinderzombie wäre mal geil, oder? Nein, stattdessen kriege ich hier den super Lucky Die. You are one ugly motherfucker. Den Super Nucky Die Zombie hier mit Männertitten. Moment! Mit BH, da liegt ein BH. Oh, was soll das denn hier? So. Nee, das war kein BH, das. Bläht er sich da gerade irgendwie noch auf? Ih, der hat sogar noch Warzen und so. Das ist ja ekelhaft. Nicht dein Ernst. So, ich glaube, wir gehen mal 2 Zentimeter weg. Ich glaube, der wird ja sonst nie seine Ruhe finden. Das ist das hier. Ah, die müssen wir natürlich wieder zurückholen. Und dann hast du... Das kann doch nicht sein, die kriegen wir nicht down. Kriegen wir die Zombies nicht down? Die wir kaputt schlagen? Meine Güte. Vielleicht hau ich da mal mit der Flinte gleich drauf. Da will er schon wieder aufstehen. Meine Güte. Die anderen auch wieder aufgestanden? Der liegt hier noch ganz brav. Das ist die Kombination, die ich tatsächlich brauche. Warte mal eben. Schließen. So, warte mal. 1, 2, 4, 5. Na toll. Hier sind aber auch keine Bücher, die wir mehr haben, ne? Und hier könnten wir auch gar nicht irgendwie was... dran drehen. Ist er nicht down jetzt? Bücher fehlen. Einige Bücher fehlen. Hier kriegen wir keine Kombination bei rum. Der ist jetzt kaputt, endlich. Aber hier sind ja auch keine Bücher, die hier rumliegen, die wir einlinksen können, oder? Mal gucken, ob wir mal so überspringen machen. Keine Ahnung. Wo das hätte sein sollen können. Buschspitzgeschoss. Oh, hi, Lady. Wir sind bestimmt hier für. Wo sind sie? Hulspitz. Kann man die Munition irgendwie umrüsten? Ne. Oh, komm schon. Get off me.
Oh, come. You ugly sack of shit! Mach ich muss mal ein paar aufs Maul hauen. Aber Munition liegt hier echt wenig rum, ne? Das finde ich auch. Total. Sind wir jetzt wieder in dem Haus, wo wir gerade gewesen sind? Wahrscheinlich, ne? Das wohl geschehen ist. Aha. Keine Munition zu haben, ist echt Müll. Na, guck mal, der Dicke steht schon wieder. Das sind die Massiven, ne? Oh! Das sind die Massiven, die wollen nicht so leicht umkippen. Bei jedem Angriff, ey. Das gibt's ja nicht. Okay, konnten wir uns diesbezüglich auf jeden Fall schon mal wieder aufpimpen. Trotz all dem hätte ich gerne ein bisschen mehr Munition hier. Das wäre ein Traum. Das glaubt man kaum, es wäre ein Traum. Alles klar, da sind dunkle Mächte am Werk. So Phasmophobia-mäßig hier. Ratten! Die haben natürlich kein Problem damit, ne? Oh! Kann euch dann sein. Wie die schnell skelettiert sind auch für die Zombies, ne? Ja, wechselt euch mal ab damit. Kein Problem. Jetzt der nächste, bitte. Ja. You are one ugly motherfucker. Wir stehen alle wieder auf. HQ, HQ, Agent Liev here. Do you receive me? Over. Tja, wohl nicht. Jetzt sind wir wahrscheinlich den guten Mann hier. Wie heißt der? Sam. Was I out for? Oh, my head feels like it's gonna explode. Why didn't the guy in rotation wake me?
So, mit Sam haben wir natürlich jetzt die Krankenkollegen. Today it's up to Cooper. It doesn't surprise me that he's late again. Die Bücher beschäftigen sich mit Verhaltensneurologie und kognitiven Störungen. Aufgrund meiner Krankheit versuche ich stets, mich in diesen Themen weiterzubilden. Was hat er denn bloß? Eine Axt. Nimm die Axt mit. Nimm die Axt mit. Hello, Baby. Es regnet. Da wollen wir raus. Okay. Auf die Tür. Und hinaus mit uns. Ich muss die Ranger kontaktieren. Ja, okay. Tja, der Bereitschaft kann dich nicht geweckt haben, Kollege. Geht ja auch nicht. Die Bereitschaft. Hey, Sam Walker hier. I'm at the tower at the Hunter's Pass. Anybody out there? Over. Thing is, my replacement hasn't arrived yet. Anyone know what happened to Cooper? USFS Control. Anyone read me? Anybody? God damn it! Tja, so ist es. Nein, wir funken jetzt hey, in die Hause. It's me again. Sorry, I must have passed out. Hell of a nightmare, too. Baby, I don't think I'm doing too well without my pills. It's only been a few hours, and I'm already starting to feel... Sam, just come home right away. What? Is something wrong? You might say that. We need to talk. Come home, please. Talk about what? Sweetie? Damn! Okay. Damn. It's already been several hours since I took my pills. I hope I can handle it. Begib dich zum Parkplatz. So, Kinder. Und damn. What the hell is going to happen this time? Die Sam-Story sollten wir auf jeden Fall komplett spielen. Deswegen machen wir hier Chico für heute. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.